Erstmal den Ventilator ausmache. Das rauscht zu hart in der Aufnahme. Ey, dann schwitzen meine Hände wieder hier. Scheiße. Alter, noch so müde. Hey Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder ein paar Runden Bed Wars. Und ich dachte, ich spreche heute einfach mal ein paar Themen an. Diesmal etwas motivierter, da ich jetzt das zweite Video mal wieder nicht vorproduziert habe. Und daher eure Vorschläge annehme, die ihr mir geschrieben habt. Und zwar wollte ich ansprechen, dass ich Community-Abende machen will. Ich weiß nicht, ein paar von euch werden mit dem Checker seine Videos gucken. Der hat halt gesagt, dass er früher Community-Abende gemacht hat. Und ich fand das eine ganz coole Idee, dass ich euch einfach so ein Datum sage, ab welcher Zeit ich halt abends dann Community-Abende machen werde. Wo ihr dann auf einen TS kommt und ich euch dann moven werde und immer mit 8, 9 Leuten zocken werde. Guck jetzt auf einmal, wie viele da sind. Und mein Kommentar ist so am Arsch. Nein, schade, schade. Und zwar haben mich auch viele gefragt, ja, wie kann man mit dir spielen, kann ich mal mit dir aufnehmen, dies, das, jenes. Und da habe ich mir gedacht, dass ich euch jetzt eine TSLP einblenden werde. Und diese TSLP steht jetzt auch immer in der Beschreibung. Also falls ihr Fragen habt oder so, einfach in die Beschreibung gucken und dann wäre das auch geregelt. Und ja. Ich weiß zwar nicht, was der Typ da macht, aber... Er ist eh tot, Junge. Na komm. GG damit an dich. GG. Auf dieser TSLP werde ich jetzt immer freitags um 19 Uhr bis circa 21 Uhr oder früher oder später. Ab und zu wahrscheinlich auch einfach spontan mal, wenn ihr hier testet, move ich euch dann einfach mal und spiele mit euch. Werde ich einfach mal ein paar Community-Runden mit euch machen im TS, schön geschillt. Oder mal gegen ein paar Zuschauer spielen, wenn ich halt Bock habe, wenn nicht, dann nicht. Ich kann euch heute auch schon ankündigen, dass in diesem Monat auch viele Streams kommen werden. Ich wieder richtig Bock habe. Ich hoffe einfach, euch gefallen die Streams. Da ich selber finde, so Streams sind nicht so unterhaltsam und machen an sich sau viel Spaß für den Streamer. Aber für den Zuschauer finde ich, also ich finde selber, dass Streams so gut wie null unterhalten. Ich gucke Streams vielleicht kurz rein, lasse ein Abo da und like mal. Und dann gehe ich wieder, weil es nicht so unterhaltsam. Ich habe Premium Plus beantragt, da ich wie gesagt wirklich fast in jeder Runde erkannt werde. In der Lobby stellen sich Leute vor mich und sneaken da die ganze Zeit vor mir rum und hoffen auf Screen, was ich auch ganz oft mache. Was auch kein Problem ist, könnt ihr auch gerne mal machen. Nur, ja, keine Ahnung. Auf Dauer nervt halt, wenn du in den Runden erkannt wirst und immer einer schreibt, oh mein Gott, Relation, Relation, und dann du nur noch deinen Namen im Chat siehst in der Runde. Manchmal frisst man auch den Target, aber mittlerweile muss ich wirklich zugeben, Respekt an jeden, targetet mich niemand mehr. Also kaum einer von meinen Zuschauern jetzt an sich geht jetzt wirklich so nach dem Motto, ja, oh mein Gott, der macht YouTube, ich muss ihn töten oder irgendwas. Das macht echt niemand mehr von euch, wo ich wirklich Respekt rausgeben muss. Da es mich wirklich mega freut, dass ich meine Community dazu halt anreizen konnte, dass ihr das nicht mehr macht. Freut mich echt mega und ich hoffe, das bleibt auch so. Und trotzdem habe ich, wie gesagt, den Premium Plus Fragen beantragt für das Nick-Tool. Außerdem, Leute, schneide ich jetzt mit Adobe Premiere Pro, das werden manche vielleicht an der Qualität des letzten Videos, das war ja eine Godbridge Compilation, gesehen haben. Da war ja die Qualität an sich generell etwas höher. Das liegt halt an dem Schnittprogramm. Durch den Render, Adobe ist generell so eher ein hochwertigeres Schnittprogramm. Und den haben wir. Och nee, der hat nicht voll Augen. GG dafür. GG. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Bis dann. So, und damit in der nächsten Runde angekommen. Ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, aber mein Commentary-Stil hat sich etwas verändert. Da ich jetzt schon circa seit anderthalb bis zwei Wochen nicht aufgenommen habe, nichts mit Schimmer oder irgendwas. Und da verändert sich das generell ein bisschen so, man weiß nicht mehr ganz genau, was man sagen soll. Und viele denken auch, dass ich Pushy Talk habe und man deswegen meine Klicksounds nicht hört, weil ich in der BÜ von Ace auch Pushy Talk drin hatte.
Und viele denken, dass ich das in der Aufnahme auch habe. Dazu wollte ich einfach gesagt haben, das stimmt nicht. Ich habe Sprachaktivierung generell. Über OBS wird eh alles aufgenommen. Daher würden die, die sich ein bisschen mit OBS oder generell mit diesem Aufnahmeprogramm auseinandergesetzt haben, das auch wissen. Und das Problem, warum man meine Klicksounds nicht hört, ist halt daher, dass ich, wenn ich rede, werden mehr Hintergrundgeräusche aufgenommen, als wenn ich nicht rede. Das bedeutet, ich rede jetzt und jetzt hört ihr im Prinzip, bis ihr meine Klicksounds hört, die Aufnahme jetzt aufnimmt. Wenn ich jetzt wiederum nicht rede, hört man keine Klicksounds. Wo wir gerade bei dem Fall hier sind, dass es ja so viele Stomp auf Revi gibt, könnte ich ja gleich mal kurz ein kurzes Statement zu der Netclick-Regel sagen. Und zwar ist es meiner Meinung nach sehr, sehr gut, da ich, wie ihr wisst, Mouse-Abuser hasse. Das Übelste, dass eine Klick-Technik ist, die euch nur Knockback verleiht und nichts anderes. Daher finde ich es gut, nur ich finde es absolut kacke, dass man gar nicht mehr reducen kann, weil, guck mal, wenn ihr mit 6 CPS reducen könnt, dann ist es Skill. Tut mir leid, aber es gibt keine Technik, die nichts mit der Tastatur zu tun hat, wo du mit 6 CPS reducen musst. So. Und ja, jetzt regen sich ja immer ganz viele auf. Ja, es gibt so viele Stomp auf Revi und bla bla bla. Revi ist komplett ekelhaft geworden und es macht keinen Spaß mehr. Dazu kann ich einfach nur sagen, nein, ich spiele selber ein paar Runden. Wenn man mit diesem neuen Revi-Update auf Platzangst spielt und es als voriger Reducer, Mouse-Abuser, ist man selber schuld, dass man weggestormt wird. Auf Platzangst spielt jetzt jeder auf Stompen, weil man kein Reducer mehr kann. Es ist einfach so. Auf Platzangst wurde früher auch schon viel mit Stompen gespielt und daher hat sich selber so viel nicht verändert. Wieso spielt man so? Ach so, ja, Platz 103, das sagt ja schon wieder alles. Das kann ja nur ein Goldplayer sein, der den Win oder den Lose nicht ertragen könnte, wenn er jetzt noch verlieren würde. Aber wie gesagt, ich bin halt eher der Typ, der jetzt auf Maps wie Wazers oder Curly oder generell so Maps, wo es aufs Fullico ankommt, spielt. Da ich es einfach besser finde, weil ich da bessere Hits geben kann. Ich bin generell der Typ, der auf Revi sehr, sehr gute Hits gibt. Daher gefällt mir sowas mehr. Und ja, ich wette, der Typ ist sogar zu inkompetent, um zu sehen, dass ich mich gleich nach Hause TP. Ja, Leute, das ist mal wieder. Daran sieht man, was der Rang aus den Spielern macht. Und mein Speck ist nur dran, okay. Wetten wir, er checkt es nicht mal, dass ich mich jetzt nach Hause TP habe. Zu 150% checkt er das jetzt nicht. Und natürlich, wie ich es euch gesagt habe, checkt es nicht. Wie soll es auch sonst sein so? Mal gucken, vielleicht können wir ihn taktisch outplayen, vielleicht schießt er mich auch gleich runter. Es würde mich nicht stören, ich würde die Runde trotzdem nehmen. Weil, wenn man es für nötig hat, so zu spielen, weil man den Rang hat, ist man selber schuld, wenn man von manchen Leuten geflamed wird. Ja, Digga, jetzt hast du das Problem. Weil ich stehe in der Mitte mit 13er. Spam dich. Du hast Aniku. Ich habe voll Eco mit Healpots, Digga. Wirklich, ich verstehe so eine Typen nicht. Wieso spielt man so? Win hin und oder her, aber das ist doch. Manche Leute gibt's, die so spielen müssen und er hat sich nach Hause tippiert. Tja, in der Mitte stehe ich trotzdem noch. Kann meinen Arsch voll Gold saven. Alles komplett gechillt gerade. Ich weiß, ich kann taktisch auch ziemlich gut spielen, wie manche von euch wahrscheinlich schon bemerkt haben oder zugeguckt haben, mal bei mir in den Runden. Und hey Leute, guckt ihn euch an. So was nennt man noch Platz 100. Klar, Gold ist eine Spieltaktik und bei dem neuen Revi-Update verstehe ich auch, dass man ab und zu mit Gold spielt. Aber das auf so einer Map, wo es eh hauptsächlich auf Schwert geht, ist dann schon etwas sehr bitter. Ich weiß jetzt, wie die Fights auf Gomma aussehen auf jeden Fall. Guck. Und so eine Snacks sind es dann in PvP, würde ich an der Stelle mal sagen. Och, Leute. Was kann man zu solchen Spielern wie ihm noch sagen? Er kann gar nix in PvP. Weiß nicht, wie man... Was soll man zu solchen Leuten noch sagen? Er lief, weil er verloren hätte. So was nennt man Platz 102. Ich habe ihn rasiert. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen. Bis zum nächsten Video und ciao.